Komm, steig ein. Herzlich willkommen im Besenwagen. Und ruf vielleicht lieber nochmal zu Hause an, ob alles draufsteht auf der Einkaufsliste, denn wir fahren zu Lidl. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner Andy Stauff. Und die Bankkarte wird kontaktlos von Rafa durchgezogen, wie immer. Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von... Was es aber bei Lidl nicht gibt und worauf wir auf keinen Fall verzichten wollen, ist unser Smoothie von Athletic Greens. Deshalb hat Andy schon jedem von uns seinen kleinen Shaker bereitgestellt, einen Travel Pack reingepackt und eine Flasche stilles Wasser haben wir auch dabei. Und ab geht die Fahrt. Und weil es die perfekte Ernährung weder im Discounter noch im Eiscafé gibt, bekommst du im Besenwagen mit Athletic Greens die beste Allround-Lösung für das, was dein Körper braucht. Eine Mischung aus 75 essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen deckt die Kernbereiche deiner Gesundheit ab und versorgt so deinen individuellen Bedarf. Deine Energie und Konzentration, deine Regeneration und dein Stressabbau, deine Verdauung und deine Darmgesundheit und dein Immunsystem fahren kontinuierlich hoch. Wenn du Athletic Greens noch nicht kennst, du machst dir morgens einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag brauchst. Einfach einen Löffel Greenspulver in kaltem Wasser anschütteln, schmeckt nicht nur gut, sondern macht auch satt, enthält nur 1 Gramm Zucker, liefert besagte 75 Vitamine und Mineralstoffe und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Wobei man munkelt, dass auch Spaghetti-Eis eine Zutat sein soll. Solltest du wieder erwarten, nach 60 Tagen nicht überzeugt sein, gibt's den Invest von Athletic Greens zurück. Lust bekommen? Probier doch einfach die Variante, die Greens bequem monatlich nach Hause liefern zu lassen, denn wenn die Tüte leer ist, steht die neue schon vor der Tür. Also geh einfach auf athleticgreens.com/besenwagen und sicher dir mit uns dein Paket mit 10 praktischen Travel Packs dazu. athleticgreens.com/besenwagen for the win. Ja, ich habe heute die Spaghetti-Eissaison eröffnet, Paul. Ja, ich habe das schon vor mehreren Monaten getan und seitdem wöchentlich immer wieder erneuert. Ich habe noch keins gegessen dieses Jahr. Ich glaube, ich habe letzten 7 Tagen 3-mal Spaghetti-Eis gegessen. Könnte ich mir gar nicht leisten, weil ich da, wo ich das immer esse, das kostet 7 Euro. Ja, bei mir kostet 5 Euro und ich habe hier noch, haben jetzt neue Eisdielen aufgemacht. Mit den Eisdielen ist es gerade wie mit den Corona-Testzentren hier bei mir in der Straße. Die sprießen einfach so raus, das ist Wahnsinn. Echt? Jede Woche Neues, ja. Also wo ich hier wohne, kann ich nicht zu Fuß zu einer Eisdiele gehen. Ich muss nach dem Radfahren nochmal dahin fahren. Ich habe 3 Stück und die am weitest entfernt ist, sind glaube ich 200 Meter und es fühlt sich echt sehr weit weg an. Und die ist auch die teuerste. Deswegen also startet bei 5 Euro, kostet dann 5,50 und dann 6,50. Geht natürlich zu der Fünfer. Unter 5 Euro kriegst du kein Spaghetti-Eis, oder? Nee, aber vor allen Dingen ist das auch, bei mir muss ja die Menge auch stimmen. Da kostet eine Kugel, jetzt reinrechnen, da kostet eine Kugel 1,20 Euro normalerweise. Für 5 Euro kriege ich 5 Vanillekugeln plus Sahne. Ist nicht dein Ernst, ne? Das ist so typisch für dich. Das schmeckt auch gut und ich erwische mich jedes Mal, wenn ich da vorstehe und ich mitzähle, wie viele Kugeln sie reinmacht. Die Eisverkäuferin und es sind immer wieder 5. Und da, wo es am teuersten ist, für 6,50 Euro, sind es nur 3 Kugeln. Schmeckt ein Ticken besser, aber ich würde trotzdem ein besseres Rating geben für die 5-Euro-Variante. Bin ich bei dir. Ja. Also da, wo ich immer hingehe, da gibt's, ich habe auch geguckt, wie viele Kugeln drin sind, 3 Kugeln drin. Aber allerdings kommt die Vanille da aus Tahiti. Ja, erstmal. Ja. Damit fängt es an. Und es sieht auch ganz anders aus. Aus, ne? Tahiti? Also das Spaghetti-Eis hat wirklich die Farbe wie Pasta. Also das, als ob du richtige, wirklich so aus Hartweizen, weißt du? Als ob du so wirklich Spaghetti-Farben ist das Vanille-Eis bei denen. Und ja. Die Soße ist aus echten Erdbeeren und die Schokostreusel, die drauf sind, ist belgische Schokolade. Ich glaube, das Eis hat aber es sind halt nur 3 Bällchen, ne? Aber ja, das haben wir schon mal. Genau, ich fand das nicht so überzeugend. Ich finde meinen Typ 5er und 5 Kugeln immer noch besser. Also schmeckt mir tatsächlich besser. Weil ich habe ja schon mal gesagt, das Geheimnis eines guten Spaghetti-Eis ist es ja eigentlich, und eigentlich auch der einzige Grund, weshalb ich es kaufe, weil die Sahne gefroren ist. Ich bestelle immer ohne Sahne. Hä? Dann macht das ganz.
Das verstehe ich nicht. Warum ist Vanilleeis mit Erdbeersoße so lecker? Nee, aber es macht für mich gar keinen Sinn mehr. Aber die, gerade diese gefrorene Sahne dann drunter ist so geil, wenn du dann so reinstichst und dann dich so vorarbeitest quasi, ja, wie so ein Erdhügel und dann irgendwann unten auf die Sahne stößt und dann das Vanilleeis mit Sahne isst. Oh, das ist so geil. Nee, ich mache immer Spaghetti-Eis ohne Sahne. Okay, hätten wir es auch geklärt. Das ist Schwachsinn meiner Meinung nach, aber jeder, was, ohne Sahne? Jeder wie er will, ja. Ja, verstehe ich auch nicht. Ja. Dann gib Update, genau. Paul, komm. Genau, jetzt haben wir quasi schon unser Spaghetti-Eis geratet. Habe ich ja gerade auch quasi gesagt, dass ich ganz viel Spaghetti-Eis in den letzten Tagen gegessen habe und hätte vielleicht negative Auswirkungen gehabt auf meine Performance in Anbau und in den Staaten. Positive Auswirkungen. Positive natürlich nur, weil es sind ja Carbs. Nee, aber ich flieg leider nicht in die Staaten und das ist natürlich schade, aber ist jetzt halt so. Dafür sind aber schon die Flüge gebucht für Belgium Ruffle Ride in San Diego. Wann ist der? Am 18. Juli. Fliege schön am 14. hin, schön 5 Tage LA und dann wieder zurück. Schön hardcore. Geil da, auf jeden Fall. Richtig geil. Ja. Wo geht der lang? Weißt du das? Ich weiß es nicht genau. Ist eine neue Strecke mittlerweile. Ja. Und genau, leider fahre ich es nicht. Aber dafür fahre ich GP Gipping. Ja, Mann. Ich verbunde sie gerade drin mit Rennfahrern, die, wenn es schlecht gelaufen wäre, meine Kinder sein könnten. Und ich fahre mit einigen von meinen Sportlern und ich frage mich gerade, wer mehr Angst hat vor dem Radrennen, meine Sportler oder ich? Ob der Trainer sie abhängt und ob die mich abhängen. Ich habe schon gesagt, jetzt wo kein Unbound, auf jeden Fall Gipping zerlegen, bitte. Ja, aber da habe ich euch ja eben gerade schon im Off quasi davon überzeugt, dass es wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Ja, aber ein bisschen Entertainment wird ja wohl gehen. Ja, ich weiß nicht, ob das machen starke, die ganzen Alten doch immer. Ja, halt, ob das ganze starke Lotto-Kernhaus-Team mich das Entertainment starten lassen würde. Du hast grandiose Helfer dabei auch. Ich kenne sie zwar nicht, aber... Ich auch nicht. Ja, doch, Daniel Klemme kenne ich. Einen kenne ich, ja. Einen kenne ich, ja. Genau, das Team Besenwagen geht erstes Mal offiziell am Start, aber... Mit 6 Fahrern. Genau, aber ich finde ja, haushohe Favoriten müssten eigentlich Lotto Kernhaus sein mit Kim Heiduk und... Heiduk fährt, oder, Stoffi? Mhm. Genau, mit Christian Koch. Also da, wenn ich da was zu melden habe... Dann sollten sich die Jungs vielleicht Gedanken machen. Okay, wenn wir nächste Woche hier sitzen und über deinen Sieg in Gipping reden, dann müssen wir das nochmal aufrollen. Ja, dann müsste ich mir vielleicht auch mal Gedanken machen. Ja, das musst du dir eh. Ja, das sowieso, ja. Genau. Ja, ey, jetzt, wo wir es schon kurz von dir als Trainer hatten, hast dich auch schön freuen können. Die Woche, letzte Woche, diese Woche, ne? Nee, letzte Woche. Ja, letzte Woche. Ja, also sogar zweimal. Ja. Jakob Gessner wird Dritter bei der deutschen U23-Meisterschaft. Den trainiere ich auch seit dem Winter. Und Philipp Weitzleben gewinnt einen 2-Pro-Rennen in Frankreich. Wie heißt Etappe. Das? Boucle-de-Mayenne. Genau, gewinnt eine Etappe und wird Zweiter in der Gesamtwertung. Ich glaube, sein erster Sieg auf diesem Niveau. Vorher waren das immer 2.2-Rennen. Und ja, sehr geil. Ausreißergruppe. Er hat sogar eine Kategorie übersprungen jetzt. Genau. Okay. Also, das ist die Kategorie unter World Tour. Hat noch keinen 1.1 oder 2.1 Etappe oder sowas gewonnen? Ja. Nee, ich glaube nicht. Krass. Nee. Und also quasi die erste Kategorie unter World Tour. Und erste Etappe, Ausreißergruppe und zum Ziel ging es leicht berghoch, fährt rein und kommt halt vor Arnaud Demar. Und nimm, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Spanier ins Ziel. Ja, sehr geil. Für die zweite die Führung. Sehr gefreut auch. Aber wird dann Zweiter in der Gesamtwertung. Und mega krank jetzt. Also er ist ja halt krank geworden in der Rundfahrt. Den mussten sie so durchschleifen. Und jetzt liegt er, glaube ich, relativ kaputt zu Hause. Oh. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Natürlich für mich auch als Trainer schon ein bisschen Befriedigung, ne? War mal wieder eine gute Woche für Besenwagengäste, ehemalige auf jeden Fall. Stimmt, ja. Pöstlberger auch gut in der Dauphiné unterwegs. Genau, sehr gut, ja. Aber weil wir ja gerade auch bei Anbauen waren, wollte ich mal kurz rüberschwenken. Habt ihr gesehen, dass Rafa Mountainbike-Zeug rausbringt? Ich muss sagen, ich freue mich ein bisschen drauf. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Wird hoffentlich cooles Zeug dabei sein. Dann musstest du mal deine E-Mails checken, Paul. Dann wirst du, wie es aussieht. Also ich weiß, wie es aussieht. Andi, erklär mal. Was gibt's denn alles?
Ja, es gibt eine Hose. Aber es gibt sogar verschiedene Hosen. Also es gibt so eine klassische Bib Short und auch so eine weitere, was so die Mountainbiker halt so anziehen. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mich drüber freuen soll oder nicht. Ich habe kein Mountainbike, ich werde es mir also nicht, eher nicht kaufen. Aber ja, steigt jetzt neu hier auch in noch mehr ins Offroad. In aber haben die Taschen oder sowas? Ja, ja, doch, die haben alle irgendwie Cargo. Die haben alle Taschen. So Cargo-Gedöns, okay. Da cool. kannst du dein, weiß ich nicht, was man da so reintut. Ja, du hast ja jetzt auch so eine Hose mit Taschen. Ja, aber das Beste. Ist wirklich ja. Das Beste. Ich überlege schon, ob ich Bundesliga-Radrennen damit fahre. Ja, gut, wir haben keine Verpflegung, ne? Also. Ich habe halt echt überlegt, ob ich einfach mal so. Ob ich zum Spaß mich einfach wirklich mit einem T-Shirt, mit diesem Rafa halt Explorer-T-Shirt und mit der Hose mit den Taschen an Start stelle. Ja. Also Hose mit den Taschen würde ich durchgehen, das fände ich geil, wenn du das machst. Ja, aber T-Shirt wäre eigentlich auch geil. Ja, aber hast keine Chance. Nee. Kannst du, mach Hose, mach Schachtel Marlboro rein. Okay, mach ich. Aber eine leere. Sonst, was ist sonst so passiert, Jungs? Also, wir, keine Ahnung. Ah, genau. Wo ich mich geärgert habe, dass wir nicht direkt eine Folge aufnehmen konnten. Thema Lennart Kemner. Dass er erneut eine Pause einlegt. Er hatte das ja schon mal getan, als er für Sunweb damals gefahren ist. Oder wie sie hießen davor. Oder wie auch immer. Finde ich sehr interessant, dass er es wieder macht. Er hat ja auch gleichzeitig bekannt gegeben, wo das Team Bora Hansgrohe, dass man den Vertrag um ein Jahr verlängert hat. Aber er nimmt mal wieder eine Auszeit, wo er wahrscheinlich im Training ein bisschen überzogen hat. Habt ihr eine Meinung dazu? Nee. Nee, ich auch nicht. Ich habe auch. Beim letzten Mal war es doch eher so ein bisschen. Ja, mental. Mental. Ne? Mental und jetzt, glaube ich, einfach breit, oder? Also ja, aber das wird ja wahrscheinlich beides eine Rolle spielen. Ich glaube, er ist da schon. Anfällig ist das falsche Wort, weil das ist ja jetzt auch. Also ist ja keine Schande, da irgendwie so gestrickt zu sein. Aber es wird wahrscheinlich so ein Mix sein, ne? Aus Training plus. Vielleicht auch Druck, keine Ahnung. Also ich meine, zu viel Training, zu hartes Training folgt ja auch daraus, dass man sich irgendwo Druck macht, ne, meistens so. Und finde ich interessant, ich finde es gut, dass Bora einen den Freiraum gibt. Aber was sollen sie auch anderes machen, ne? Also sagen, fahr, ist halt auch nicht die Lösung. Aber ja, ich hoffe einfach, dass er genau fit und quasi auch gesund in beide Richtungen dann wieder zurückkommt. Ja, ich bin sowieso gespannt, ne? Wir haben ja jetzt hier untereinander schon viel über den Transfermarkt geredet und es gibt nichts so richtig Spruchreifes, aber es scheint ja schon ein relativ stabiler Wandel bei Bora anzustehen für nächste Saison. Klar, ja, und das auf die Leute, Kemner, Schachmann und so weiter, setzt man weiter, aber so die Klassiker-Sprintriege wird wahrscheinlich irgendwie mal komplett ausgetauscht. Dessen kann ich mir auch fast nicht vorstellen, dass Sam Bennett da hingeht. Wir hatten das ja, glaube ich, auch schon mal im Thema. Das sind so Gerüchte, dass er zurückgeht. Also gibt ja ein paar andere Gründe, weshalb man es irgendwie nicht verstehen könnte, weil sie ja ein bisschen im Zwist auseinandergegangen sind. Er sich aus dem Vertrag rauskaufen musste. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, aber es sind die Gerüchte. Und in ein Team zu gehen, was jetzt nicht das Leadout hat, wie es auf jeden Fall die Koenig Quickstep hat, finde ich dann schon krass. Geld regiert die Welt natürlich. Das ist klar. Aber ja, finde ich schon ein bisschen. Wäre ein super komisch. Stranger Move, wenn es wirklich passiert. Ja, also mal er halt jetzt, der kriegt ja bei der Tour von De Koenig einen kompletten Sprintzug, ne? Also noch mehr als letztes Jahr wahrscheinlich sogar noch an Support und ja gut, Lefebvre, der ist ja auch schlau, ne? Ich meine, warum soll er den besten Sprinter vielleicht zu Hause lassen, ne? Oder dem nicht 100% Support geben, weil jeder Sieg ist ja ein Werbemittel. Aber ist schon irgendwie. Weird. Und ich hoffe einfach, dass er bei De Koenig bleibt, weil ich glaube, da ist er besser aufgehoben als bei Bora. Jetzt nichts gegen Bora, aber ich glaube einfach so von der Struktur passt De Koenig besser zu ihm. Wo sind eigentlich die deutschen Nachwuchssprinter? Wir hatten doch dauernd irgendwie immer 10 auf einmal. So jetzt. Na gut, einen hatten wir letztens im Podcast. Stimmt. Dann Kanter, Max Kanter war jetzt beim Giro, glaube ich, oder? Der war auch ganz okay. Aber er kommt jetzt nicht so der richtige Brecher nach, ne? Also jetzt kein Pascal Ackermann oder sowas. Oder, Andi? Ah, doch, vielleicht Felix Groß?
Eventuell. Der wird jetzt erstmal Profi. Also genau. Dann, da können wir dann nächstes Jahr nochmal drüber sprechen um die Jahreszeit. So, dann hat er mal ein halbes Jahr World Tour voll in den Beinen. Der wird, glaube ich, auch dieses Jahr direkt schon nach Olympia Profi, ne? So wie ich das verstanden habe. Ja, ich glaube auch. Ja. Also wird dann noch schon dieses Jahr ein paar Rennen fahren. Aber lassen wir ihm mal so ein halbes Jahr Zeit, bis er sich also mal ein bisschen eingelebt hat. Und dann kann man da eher so, dann wissen wir, ob wir dann nochmal eine Rakete haben oder nicht. Ich gehe schon davon aus, dass er eine Rakete ist. Ansonsten, glaube ich, müssen wir jetzt mal so ein, zwei Jahrgänge abwarten, bis vielleicht aus der U23 jetzt noch was kommt. Da sieht man tatsächlich aktuell nicht so den nächsten Megasprinter kommen, aber das heißt ja auch noch nichts, ne? Also kann ja auch sein, dass da noch mal was kommt, sich einer noch ein bisschen weiterentwickelt, was man jetzt noch nicht so absehen kann. Aber ja, ansonsten waren wir vielleicht auch ein paar Jahre lang einfach verwöhnt, ne? Immer mit regelmäßig guten Sprintern. Mhm. Wobei da auch immer mehrere Jahre dazwischen lagen. Also, ich sage jetzt mal von Zabel zu Greipel zu Kittel, dann gab es zwischendurch mal noch ein Tiolek, der ein paar Jahre natürlich auch eine Sprintrakete war, danach eher so Richtung Klassiker gegangen ist. Aber da waren auf jeden Fall immer ein paar Jahre dazwischen und dann gab es dann nochmal so eine ganze Riege von Jüngeren, so würde ich sagen, ne? So ein Phil Bauhaus und ein Walscheid und ein Ackermann, die sind jetzt alle nicht so weit auseinander wie die davor. Ne? Mich würde halt mal interessieren, was mit einem Bauhaus passiert, wenn er zu einem Team kommen würde, wie halt auch zum Beispiel DeKolling. Ich glaube, also für mich ist DeKolling so das Team, was einen Sprinter formen kann. Also zumindest, wo man sehen kann, ob der wirklich Potenzial hat oder nicht. Ich finde bei anderen Teams immer so ein bisschen, also meine äußere Wahrnehmung ist einfach nur, dass, okay, mittlerweile Bahrain, Victorious heißen sie, ne? Ich meine, die haben natürlich jetzt auch ein relativ gutes Setup und auch Leute mit Erfahrung, mit Haus, mit Sieberg und so, mit einem Haller, aber so DeKolling ist irgendwie so ein Team, was einen irgendwie auch nochmal formen kann und auf einmal auch bei anderen Rennen in die Position bringt, Radrennen gewinnen zu können. Mhm. Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ne? Ob du jetzt bei einem 2-1 um Sieg mitfährst oder halt eben bei einem World Tour Rennen. Ja, für mich ist Bauhaus eigentlich noch so ein Sprinter, der jetzt gar nicht so diesen klassischen Zug braucht. Ne? Also der gewinnt eigentlich die Rennen immer, wenn so ein bisschen Instinkt mehr gefragt ist, als jetzt wirklich so ein Vollgas, ein Zug, der anfährt bis 200 Meter und dann sprintest du los. Der hat es einfach drauf, so ein bisschen im Chaos den Überblick zu halten und hat da eher so seinen Vorteil. Ich weiß gar nicht, ob jetzt so ein besserer Sprintzug oder noch besserer Sprintzug ihm so viel mehr bringen würde. Ich glaube, der braucht eher so ein bisschen die Unordnung in einem Sprint und ein bisschen technisches Finale. Fährt der eigentlich die Tour? Weiß ich gar nicht. Ist echt nicht mehr lang hin und ich habe auch... Keine Plan, aber die Tourfolge kommt ja irgendwann. Mhm. Dann können wir uns dann wieder vorbereiten. Ja, ich meine, definitive Line-Ups gibt es ja auch, jetzt auch noch mal. Nicht, genau. Ja. Gerade läuft auf jeden Fall Vorbereitungsrennen zur Tour Dauphiné, was aber allerdings dieses Jahr auch schon wieder so schwer ist, dass zum Beispiel Pascal Ackermann kurzfristig doch seinen Start abgesagt hat. Und jetzt wahrscheinlich Tour de Suisse, ich weiß nicht, oder ZLM-Tour als Vorbereitung nehmen wird. ZLM-Tour fällt doch aus, oder? Ihr Toni fährt Tour de Suisse, der ist für Ben eingesprungen. Stimmt, okay, ja. Yeah. Toni Palzer, man muss ja jetzt immer überlegen, früher gab es nur einen Toni, das war der Martin. Ja, ich musste auch gerade überlegen, welchen Toni meint er jetzt. Der Toni, der fährt doch gerade. Super schwer einfach, ne? Dauphiné gibt es irgendwie keine richtige Flachetappe. Waren jetzt zwar schon zwei halbe Sprintankünfte oder drei. Bis jetzt hat aber nur einmal Colbrelli gewonnen, aber heute war auch so ein krasser Bergaufsprint. Da waren eigentlich auch außer ihm keine Sprinter mehr vorne. Genau. Ich habe übrigens eine Sache vergessen. Werbung in eigener Sache. Die würde ich gerne noch mal kurz reinschieben. Schon wieder. Ja, tut mir leid. Jetzt sind wir ja quasi eigentlich schon beim Profisport, jetzt kommen wir zu den Amateuren rüber, zu den Laien. Meine Dokus raus, quer durch Deutschland. Eine wunderschöne Zeit mit Paul Voss. Ja. Also wenn ihr sehen möchtet, wie ich am... Bisschen rumjammer.
am Rumjammern bin, ja. Aber immer ja, also, auch Essen dabei während dem Jammern, die ganze ja, Zeit. Ja, genau, natürlich, ist ganz wichtig. Also nachdem ich am ersten Tag mehrmals fast Hungerast eingefallen habe, habe ich mir gedacht, okay, irgendwann muss ich beim Jammern auf jeden Fall mal mehr was essen. Ja, weil dann mache ich ja gerade eine Pause. Genau, das könnt ihr jetzt schauen auf meinem YouTube-Kanal von Outside. Aber ich glaube, wir verlinken das auch in den Shownotes. Und genau, würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Das Ding ist übrigens umsonst. Ja. Von daher, genau, lasst gerne auch ein Like da. Gut ist. Du musst das wie so ein richtiger YouTuber jetzt machen. Nee, kann ich ja nicht. Drück mal hier auf die Glocke, lass ein Like da. Ja, genau. Kommentiert. Genau. Oh, sogar in 4K sehe ich gerade. Ja, ich glaube sogar höher noch, oder? Und, nee, 4K. Aber wir haben im 5K aufgenommen. Gibt's das? Ja, ja, klar gibt's das schon. Und dann, genau, abonniert den Kanal ruhig auch, weil da werden auf jeden Fall noch mehr, also eine Doku wird dieses Jahr noch folgen, plus noch ein paar andere schöne Videos im Laufe der Zeit. Von daher. Und ein Spaghetti-Eis-Tasting quer durch Berlin. Das müssen wir eigentlich noch echt machen, ja. Alright. Wir sind angekommen am Supermarkt. Hol mal einen Einkaufswagen. Ja, wir dürfen heute tatsächlich den Marktleiter der einzigen deutschen Filiale von Team Lidl begrüßen. Erste Mensch von The Koenig Quickstep im Besenwagen. Hatten wir schon mal jemanden? Nee, ne? Nee. Hammer. Nee. Herzlich willkommen, Yannick Steimle. Servus, hey. Und wir haben gerade schon festgestellt, keiner von uns kennt dich persönlich. Also für uns alle die erste Begegnung. Etwas zu jung wahrscheinlich. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Wie bist du zum Radsport gekommen? Nicht alles auf einmal. Ja, ich führe jetzt meinen Steckbrief mal vor. Ja, genau. Ja, gut, Name. Hoffentlich weiß es schon jeder, Yannick Steimle. Nee, ich bin 25 Jahre alt, fahre jetzt das zweite Jahr bei The Koenig Quickstep. Bin dort 2019 als Stagiaire ins Gespräch gekommen, nachher einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Aber zu dem kommen wir vielleicht noch später. Mhm. Ich bin zum Radsport gekommen, eigentlich ja übers Skifahren früher. Ich bin ganz früher Skirennen gefahren und über den Winter klar immer auf der Piste unterwegs gewesen und im Sommer zum Ausgleich, sage ich mal, Konditionseinheiten auf dem Rad gemacht. Und da war einer dabei, wo selber ein bisschen Marathon gefahren ist und hat irgendwann gemeint, ob ich das öfters machen würde. Und so kam er halt dann irgendwann mal ins Gespräch und meine Eltern hatten beide 0,0 mit Radsport am Hut. Mein Vater war Fußballer. Meine Mutter Ski und Tennis und ja, eigentlich hat dann mein Vater wegen mir auch den Radsport dann eigentlich angefangen und ich habe angefangen mit Mountainbiken, bis ich 12 oder 13 war und habe dann auf die Straße gewechselt, dann noch auf die Bahn. Genau. Und ja, so hat alles seinen Lauf genommen eigentlich. Ey, ganz ehrlich, als du eben dran gegangen bist und wir das Bild von dir hatten, du hast uns ja gerade schon eine kleine Führung durch eure Wohnung gegeben, dachte ich mir, original, das ist der erste Radprofi hier, der aussieht wie ein Fußballprofi. Okay, das muss ich jetzt mal kurz erklären, Basti. Vater Fußballer ist und nichts mit Radsport die Familie zu tun hat, vielleicht kommt es ja daher. Sehr stylische Wohnung haben wir ja gerade schon feststellen können. Mit auch Kunst an der Wand, du wusstest jetzt nur nicht von wem, da bist du nicht für verantwortlich, hast du gesagt, hast halt deine Freundin eingekauft. Die, wo uns besuchen, denken, wir haben einen Innenarchitekten organisiert, aber das hat alles meine Freundin gemanagt. Okay, ja, nicht schlecht. Vielleicht sollte die das noch machen nebenbei irgendwie. Vielleicht macht die das ja. Nee. Also, aber wo bist du eigentlich gerade? In Stuttgart, oder? Ja, ich komme ursprünglich aus Weilheim an der Teck und meine Freundin und ich haben uns in der Mitte getroffen, nach einem Jahr zusammengezogen in Schorndorf, also in der Nähe von Stuttgart, im schönen Remstal, Nähe von der Schwäbischen Alb, also ja, perfekte Trainingsbedingungen. Ja, hast ja bald deine Heimmeisterschaft. Wollte ich gerade sagen. Mhm. Genau. Bist du heiß? Bist du denn wieder fit? Du hast jetzt ja kriege ich schon wieder nasse Hände hier, wenn ich dran denke. Ja, wie sieht's denn aus? Du hast einen schweren Sturz im Frühjahr.
Ja. Hast ja eine Rippe gebrochen, ich glaube eine Lungenverletzung, ich weiß gar nicht, also es war noch mehr, ne? Also ja, ich hatte Schulter gesprengt oder sowas? 8 Brüche mit Schulterrippen, Halswirbel hat das abbekommen, Gehirnerschütterung, Lunge verletzt. Ja, war nicht einfach. Ich glaube, dass ich jetzt vielleicht so bei 80-85% bin. Starte am Sonntag die Tour de Suisse. Okay. Ja, eigentlich nochmal komplett zum, ja, sag ich mal, Formaufbau, Training für die Deutsche. Habe ich dieses Jahr ein Cessier genommen, klar, weil es in Stuttgart stattfindet. Ist was Besonderes, daheim Rennen zu fahren. Jetzt mit Corona, ich hoffe, dass es vielleicht noch einen kleinen Ruckler tut, dass ein paar Zuschauer kommen und zuschauen dürfen. Ja. Und ja, aber ich hoffe, dass ich fit werde bis dahin. Und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Und ja, sturzfrei durch die Tour de Suisse kommen und dann bin ich guter Dinge. Wir haben so mal vorhin im Vorgespräch so ein bisschen, sind wir so durch den ganzen Ergebnisse mal durchgegangen und auch, okay, wann bist du jedem irgendwie persönlich mal aufgefallen? Und da fällt irgendwie auf, dass du eigentlich ja, ich glaube, so bis zum letzten Jahr U23, zumindest international, gar nicht so richtig Durchstarter warst. Also jetzt zumindest, was die Ergebnisse angeht. Ja, sag ich mal, ich war so U17, U19, habe ich von vielen gehört, dass ich viel Talent habe, aber habe mich leider sehr lange drauf ausgeruht und hatte die Anzeichen immer, dass es funktioniert, aber ich war einfach trainingsfaul und also ja, vielleicht so die typische Jugend durchlebt. Bin dann mein erstes Amateurjahr bei den Racing Students gefahren. Habe da 7, hat er auch 8 studiert? Nee. Okay. Ich war die einen in Racing, die anderen Studium. Und ja, habe dann meine 7, 8 Rennen gewonnen bei denen und bin dann eigentlich über meinen Onkel, sein Freund, zu Felbermay gekommen, da mein Onkel bei Löffler arbeitet und die Firma Löffler Felbermay ausgestattet hat. Ja, haben sie mich aufgenommen, das heißt über Connections, sage ich jetzt mal. Habe da ziemlich schnell Fuß fassen können und habe dann die ersten 2 Jahre dort verbracht. Bin dann zu Vorarlberg gegangen, weil ich mich nicht mehr wohl gefühlt habe. Und ja, im ersten Jahr Vorarlberg habe ich dann, ja, ich weiß gar nicht, ob ich 2018 auch schon UCI-Rennen gewonnen habe, aber dann eigentlich so 2019 im zweiten Jahr habe ich über den Winter eigentlich so, ja, irgendwie hat es Klick gemacht auf gut Deutsch und habe den Hebel umgelegt und habe wirklich hart trainiert, auf die Ernährung geachtet und wirklich so, ja, sozusagen alles auf den Traum Profi ausgelegt, habe links und rechts alles liegen lassen und wirklich nur nach vorne geschaut. Und dann war 2019 ein bombastisches Jahr für mich. Bin im Frühjahr noch in Rodos gestürzt, bin in der Abfahrt in eine Bergziege reingefahren. Den Artikel hat der Andi auch im Vorfeld uns nochmal geschickt. Ja, war ziemlich unglücklich, die ganze Geschichte, aber ich glaube, im Endeffekt hat's auch wieder was Gutes gehabt, dass ich einfach später fit geworden bin und dann eigentlich so ab April, Mai lief 2019, ja, gab es eigentlich keine Tiefen, sondern eigentlich nur Höhen, ja. Ja, genau, also ich würde noch mal einen Ticken weiter vorher anfangen und zwar, bist du eigentlich die Bundesliga gefahren, also in deiner U23-Zeit? Nie? Ja, bei den Racing Students 1 oder 2 Rennen und dann aber bin ich kein einziges Bundesliga-Rennen in Deutschland gefahren. Ja. Weißt du, was interessant ist? Du warst ja weder Nationalmannschaft, glaube ich, im U23, ne? Also bist auch keine WM gefahren, auch nicht im letzten Jahr, wo du ja wirklich gut warst. Nee. 2018 war dann letztes Jahr, ne? Genau. Ja. Und bist die ganze Bundesliga nicht, hast du eigentlich nicht mitgenommen und trotzdem irgendwann mal Profi geworden. Und deswegen bist du mir halt einfach gar nicht aufgefallen. Ich habe irgendwann mal in den Ergebnissen dich natürlich schon gesehen, weil deutsche Flagge, ja, aber halt, okay, der fährt nicht bei den Radrennen, wo wir am Start sind, also in der Bundesliga. Und Nationalmannschaft ist ja auch nicht. So, es gibt ja immer so ein paar Deutsche, die in Österreich fahren, die man aber eigentlich gar nicht wahrnimmt. Ja? Und du warst ja einer davon. Und fand ich dann trotzdem krass, dass du dann halt den Sprung geschafft hast. Ja, ja, ich habe mich 2018 habe ich mich bemüht, um in die Nationalmannschaft reinzukommen. Mir wurde dann nach der EM gesagt,
ja, ich hätte mich nur melden müssen, dann hätte ich die EM auch fahren können. Aber dann war aus meiner Sicht halt eigentlich der Job vom Bundestrainer, sich die Fahrer zu holen und nicht, dass die Fahrer anrufen müssen und fragen. Und ich habe halt immer gehofft, dass es nach Leistung geht und nicht nach anderen Dingen. Und habe dann das Thema eigentlich abgehakt für mich und habe mir gesagt, irgendwann kommen sie nicht mehr an mir vorbei. Wenn die Leistung stimmt, dann werden auch andere aufmerksam, was das Thema angeht. Und ja, für mich war es halt immer schwer auch zu organisieren, als Deutscher in einem österreichischen Team dann alles selber zu organisieren mit Bundesliga, Anreise hin und her, kein Material beim Rennen, ja, und dann nachher, sage ich jetzt mal, nach Cottbus hochzufahren, 200 Kilometer Topf eben, ich habe keinen Sprintzug, ich habe niemanden dabei, bin auf eigener Kappe, und da war es für mich immer so, ja, keinen Sinn dahinter zu sehen. Und ich wusste halt, international schaut niemand auf die Bundesliga. Deswegen bin ich über die UCI-Rennen gekommen und ich hatte, glaube ich, 2019 hatte ich 60 oder 70 Renntage und davon waren 50 fast UCI-Rennen, wo mir persönlich einfach wichtiger war, um auf die Bildfläche zu kommen. Ich kann das ja gerade mal zusammentragen. 2018 auf jeden Fall schon 2 UCI-Rennen gewonnen und auch noch ein paar Wertungstrikots bei UCI-Rundfahrten. War sogar 8. bei Rund um Köln, was immer bemerkenswert ist, weil zum Beispiel aus meiner Karriere so rückblickend, wenn ich die ganzen Powerfights so analysiere, da war Rund um Köln immer ganz vorne mit dabei bei den TSS-Punkten auf jeden Fall. Also kein einfaches Rennen. Ja, ja. Ja, und 2019 führt dann auf jeden Fall kein Weg mehr an dir vorbei. Ich kann das gerade mal so ein bisschen zusammentragen. Ja, fängt schon ganz gut an auf Rodos und spätestens dann bei der CCC-Tour in Polen gewinnst du die erste Etappe, beim Flash du Sud gewinnst du die letzte Etappe, bei der Oberösterreich-Rundfahrt gewinnst du eine Etappe und das Gesamtklassement bei der internationalen Österreich-Rundfahrt dann auch einen Etappensieg und ja, dann kommt noch das eine oder andere und dann wirst du... Ich habe mich nämlich gefragt, wie wird man denn... Champion von Flandern. Stagiair bei Quickstep. Und, der ja, bin ich immer noch, Alter. Das Rennen gab es bis jetzt nicht. Da gibt es auch ein Trikot, ne? Da gibt es ein Trikot. Ja, ja. Habe ich auch gesehen im Instagram-Feed. Ja, erzähl mal kurz, wie wird man Stagiair bei Quickstep? Und danach, wie fühlt sich's an, als Stagiair bei Quickstep ein Rennen zu gewinnen? Ja, war eine verrückte Zeit. Nach der Österreich-Rundfahrt, oder sage ich jetzt mal, nach der Etappe, die ich in Kitzbühel gewonnen habe, hat mein Handy geglüht. So viele Anfragen und dann auch, also jetzt nicht von Teams, sondern viele Management-Anfragen. Und ich war bei deutschen Managern im Gespräch, aber das Problem war, dass viele deutsche Manager mir gesagt haben, sie nehmen nur eine bestimmte Anzahl an Fahrer auf und da war es gerade unpassend. Und ja, dann stand ich ziemlich alleine da und habe dann nach 3-4 Tagen bin ich in Instagram durchgegangen und habe gesehen, dass mir ein belgisches Management geschrieben hat, Squadra Sport, wo eigentlich die ganzen Klassikerfahrer unter Vertrag sind. Und habe dann erstmal geschaut, ist das was und ist das real, das Ganze, und habe mich dann mit denen in Verbindung gesetzt. Und ja, dann wurde mir klar, dass ich ziemlich viele Angebote auf dem Tisch liegen habe. Da war aber kein einziges Angebot von Quickstep dabei. Bin dann mit einem Freund nach Hannover gefahren, sein Auto abholen mit dem Rad. Und dann hat auf einem, ja, wir sind über 3 Tage nach von Hannover Stuttgart hochgefahren. Okay. Ja, und haben da eigentlich eine ziemliche Gaudi draus gemacht. war eine coole Sache. Und am zweiten Tag hat mein Handy geklingelt. Und war eine belgische Nummer. Und ja, dann bin ich rangegangen. Und das erste Wort, ja, hier ist der Kunde von der König Quickstep und ich erstmal, ob mich irgendjemand verarschen will oder sonst irgendwas. Und dann bin ich ins Gespräch gekommen mit ihm und ja, sie haben einen Stagiair gesucht und sind über mich aufmerksam geworden über die Österreich-Rundfahrt und sie suchen so einen Fahrertyp für die letzte Saisonhälfte. Oder für die letzten paar Rennen und da war nichts über das Management, gar nichts, sondern die haben mich persönlich kontaktiert und
Ja, dann habe ich mit Management abgeklärt, ob das auch passt für sie und alles. Und ja, dann war das nach zwei Wochen eigentlich dann klar, dass ich für sie Stagiaire werde. Und es war schon ein bisschen ein komisches Gefühl, weil vor zwei Wochen war noch die Tour. Du siehst Alaphilippe 14 Tage in Gelb, Fahrer, wo so weit weg sind. Und nach drei Wochen fliegst du zu Quickstep nach Belgien zum ersten Rennen. Und ja, es war also wirklich, ich glaube, das kann sich niemand vorstellen, was das für ein Gefühl ist. Also ich vergleiche es immer zum normalen Menschen zum Erklären, wenn dich Real Madrid anruft und du sitzt morgen im Flieger nach Madrid. Das, so war mein Gefühl. Es war wirklich unbeschreiblich. Du warst in dem Jahr dann allerdings schon aus der U23 raus, oder? Ja, genau. Ich war im ersten Jahr Elite. Hast du dir nach dem letzten Jahr U23 mal so die Frage gestellt, fährst du noch weiter? Was ging dir da so durch den Kopf? Ich kann mich dran erinnern, bei mir war es ja ganz ähnlich. Also ich bin ja auch eigentlich, sage ich mal so, nicht den klassischen Weg gegangen, bin auch kaum Bundesliga-Rennen gefahren und eher so, habe mich auf die UCI-Rennen konzentriert und bin ja auch bei Quickstep Profi geworden. Ja. Und auch so ganz, ganz spät im letzten U23-Jahr, wo ich auch schon so überlegt habe, okay, fahre ich jetzt nächstes Jahr noch weiter oder fahre ich nicht weiter? So wie, ja, wie klar, war das bei dir? Ich sag, viele sagen ja immer, ja, wenn man es in der U23 nicht schafft, dann ist der Zug abgefahren oder wird ganz, ganz schwer. Und klar habe ich mir darüber Gedanken gemacht, habe aber mir selber gesagt, nach dem Jahr 2018 wusste ich, dass ich Luft nach oben habe, was das Training angeht, was den Rest angeht. Also war mir, oder hatte ich das Selbstbewusstsein zu sagen, ich mache nochmal einen Sprung nach vorne und mein Team Vorarlberg weiß, was ich kann. Und ich wusste, dass ich für die meisten Rennen der Kapitän bin und habe mir eigentlich so im Kopf noch ein Jahr gegeben. Ich hatte keine andere Aussichten. Ich sag mal, ich habe einen normalen Realschulabschluss, hat eine Ausbildung angefangen. In Österreich ist schwer, als KT-Fahrer wird man als Profi angesehen. Und genau so habe ich es durchgezogen, für ein Hartz-IV-Gehalt, das Profileben gelebt. Ja. Im Ende hat es sich ausgezahlt, aber klar, der Gedanke war schon, was ist, wenn ich es nicht schaffe. Aber ich wollte nie in der Situation sein, zu sagen, was wäre gewesen, hätte ich ein, zwei oder drei Jahre mal 100% auf das Radsport-Thema gesetzt. Und das war mir einfach wichtig, das zu 100% auszureizen. Und ja, ich habe eigentlich wirklich, ich habe trainiert, gegessen und geschlafen und das über ein, zwei Jahre und habe selber gemerkt von Woche zu Woche, wie es einen Schub tut. Und ich hatte nie das Ziel, mit 27 noch KT-Fahrer zu sein und so das, ja, die Hoffnung zu haben, ja, vielleicht klappt es irgendwann, sondern es war eigentlich schon so das Limit, wo ich mir gesagt habe, dieses Jahr noch, und wenn es dann nicht klappt, dann schaue ich, was ich mache. Ja, und dann kriegst du die Chance und nimmst die auch wahr. Wie viele Rennen war das, was du gewinnst? Für Quickstep, ich bin das erste Rennen, war ein Kirmesrennen, dann bin ich die Brüssel Classics gefahren, dann das dritte Rennen gewonnen und das vierte. Also Textilpreis von Fichte. Und dann eigentlich drei oder vier Tage später die Meisterschaft von Flandern. Was? Und ja, für mich war es war wirklich, also wenn ich da nochmal zurückdenke, das war eine abartige, kranke Woche. Also ich bin die Brüssel Classics gefahren und hab dann schon so einen Bus mitbekommen, dass selbst die eigenen Fahrer zum sportlichen Leiter gegangen sind und ihm gesagt habe, wir brauchen den. Ich weiß nicht, Andi, ob bei dir der Tom Steele schon da war damals, aber der war sportlicher Leiter an dem Tag und sag jetzt mal, sind ein bisschen Insider, hat zu mir gesagt, dass er sowas selten erlebt hat. Und ich war einfach überrascht, weil ich habe nichts Besonderes gemacht, sondern ich bin einfach in der, ja, auf der Welle, wo ich dort geritten bin, mitgeritten und habe einfach 120% gegeben in dem Rennen. Ich meine, von Vorarlberg ins Quickstep-Trikot reinzuschlupfen, das ist ein abartiges Gefühl und einfach das habe ich mitgenommen. Habe mein Bestes gegeben, habe eigentlich auf dem Pavé-Stück, bevor es nach Brüssel reingeht, das Feld mit Yves Lampard eigentlich noch zerlegt. Das war, ich habe meine Beine, ich habe gar nichts gespürt in den Rennen, wo ich für Quickstep gefahren bin.
Und dann lag ich abends im Bett in Brüssel mit Alvaro und er hat zu mir gesagt, Junge, du verschneckst ja bei uns. Er hat gesagt, ich hatte 2-3 Telefonate mit Patrick Lefebvre und er hat mir klar und deutlich gesagt, dass es keinen Platz im Team gibt, dass sie voll sind und dass ich, wenn ich eine andere Option habe, die nutzen soll. Aber ich habe eigentlich nie so die Hoffnung aufgegeben und auch nie an die anderen Teams gedacht, sondern einfach, okay, das macht das Management. Und ich fliege am Sonntag heim von den Brüssel Classics. Mein Vater holt mich am Flughafen ab und ich war noch nicht mal daheim und mein Handy klingelt. Und dann hat der Patrick mir einen 2-Jahres-Vertrag angeboten. Und ja, dann habe ich die Woche später das erste Rennen gewonnen und dann 10 Tage später das zweite. Auf die Verhandlung war nachher. leider davor. Ah ja, ja. Ja, geile Story auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine geile Story. Ja, vielleicht hätte er sich es auch nicht leisten können, wenn er erst danach die Verhandlung angefangen hätte. <Ja. lacht> Nee, Spaß beiseite. Aber die Frage habe ich von vielen bekommen. Mhm. Ich hoffe, du hast erst danach unterschrieben, aber vielleicht hätte ich nicht unterschrieben, hätte ich die 2 Rennen auch nicht gewonnen. Ja, das kann sein, ne? Ja, das zahlt sich irgendwann immer aus. Ja. Wie ist so, Inside Team Quickstep habe ich hier noch aufgeschrieben. Wir haben echt, man kriegt ja von außen ultra viel mit. Lefebvre halt auch einfach mal die Radsport-Bild-Zeitung. Schreibt ja selbst so, wie ja. Hast du die Leute wahrgenommen? Wen hast du so zuerst kennengelernt? Mit wem hast du dich angefreundet? Wer sind so deine Kontaktpunkte im Team? Ja, also ich hatte riesen Respekt und auch Angst, den Schritt zu machen, weil du natürlich denkst, okay, bestes Team der Welt, riesengroß, über 90 Angestellte, du kommst dahin, bist unter 28 Fahrer und du bist einfach nur eine Nummer. Und in einem kleinen Team bist du der Mensch, das ist familiär und Freunde und da oben sind es halt Konkurrenten, geht es um viel Geld, ist alles anders. Aber ich muss echt sagen, ohne das ganze Thema schön zu reden, das, was man von uns von außen sieht, findet auch innen drin statt. Also es ist eine riesengroße Familie. Man fühlt sich unheimlich wohl. Auch jetzt mit meiner Verletzung, wie viele Nachrichten ich wöchentlich bekomme, nach 4, 5 oder 6 Wochen Anrufe, wie es mir geht. Und ja, man wird eigentlich aufgenommen und denkt nach einer Woche, man sei schon 5 Jahre im Team. Und jeder super nett und ja, einfach unglaublich, auch auf Patrick, wenn er schreibt und nach seinem Fahrer guckt. Und wenn wir einen Scheiß bauen, wir wissen, egal was wir machen, es steht immer jemand hinter uns. Er wird uns nie in der Öffentlichkeit irgendwie kritisieren, dass wir was weiß ich was gemacht haben, sondern da ist eher der, wo noch dem anderen nochmal eine mental verpasst, wenn irgendwas stattfindet und steht zu 110% hinter uns. Und das ist auch, sage ich jetzt mal, das, wo alle sehen, dass das Wolfpack zusammenhält. Wenn einer angegeben wird, dann legt er sich mit alle an. Und es ist ein absoluter, gigantischer Teamspirit. Und ich glaube, dass das auch die ganze Erfolge ausmachen, dass einfach, ob die 6, 7 oder 8 Fahrer am Start stehen, plus der Staff, der hindert alle an einem Seil ziehen. Und ich glaube, dass das auch die Erfolge ausmachen. Geheimrezept hast du jetzt nicht erkannt. Also klar, dass ihr alle irgendwie zusammenhaltet, aber dass du hast irgendwie gemerkt, dass es so, keine Ahnung, eine gewisse Art von Kommunikation einfach gibt, die das begünstigt. Oder wird euch irgendwas auch mitgegeben, wo ihr das Gefühl habt, okay, gut, das ist wirklich eine Einheit. Ich meine, das, was das... Was die Connect Quickstep hat, möchten ja viele Teams haben, aber die meisten haben es halt nicht. Ne? Also ich meine, ja. Man kann sich jetzt irgendwie Labels geben, die alle irgendwie ganz cool klingen oder eben halt auch nicht so cool klingen, aber es macht halt noch lange nicht ein gut funktionierendes Team, also ein harmonisches Team. Ist da irgendwie, hast du irgendwas erkannt, was es besonders macht? Ja, also man hat natürlich auch Hauptkonkurrenz, wenn ich sehe, was ich für ein Fahrertyp bin, stehen 10 andere da, wo genauso sind wie ich. Und da muss man denken, scheiße, wie soll das funktionieren, mal in die erste Reihe reinzukommen, weil ja, da sitzt ein Seneschal, ein Stieber, ein Askren, dann Jungels war letztes Jahr noch da. Das sind Namen,
von denen kann jeder ein Rennen gewinnen. Und ich glaube auch, dass es bei vielen anderen Teams gibt es einfach einen Leader, für den wird klar gefahren. Haben wir auch im Rennen, aber wir haben 3-4 Leute, wo das Rennen auch gewinnen können. Aber die anderen drei, die gehen einen Plan hinterher und jeder opfert sich für, ich sag mal, mehr wie 100% von anderen. Und ich glaube, dass das auch das ausmacht, nachher den Erfolg zu haben. Weil ich sag, wenn ich an einem Rennen bin und am Sieg beteiligt bin, freue ich mich fast mehr wie über meinen eigenen Sieg. Und ich weiß nicht, wenn manche noch die Bilder im Kopf haben von der Champions Cup von Flandern, wo ich gewonnen habe. Ich war die letzten 7 Kilometer alleine raus und mir wurde durchs Radio geschrien von dem Jakobsen, wo von der Vuelta kommt, in Madrid die letzte Etappe gewinnt, von dem Weltstar, wo für mich ja einer der weltbesten Sprinter war und immer noch ist, und der freut sich im Ziel mehr wie über seinen eigenen Sieg, wo er vor ein paar Wochen noch hatte. Und das ist, glaube ich, das so das Geheimrezept, dass einfach alles freundschaftlich abläuft, aber trotzdem auch respektvoll. Man respektiert sich. Jeder hat eine klare Meinung, aber es wird an einem Strang gezogen. Aber wie geht ihr das dann taktisch an? Paul, wenn will das Geheimrezept jetzt haben, nein, das aber er verwenden kann. Nee, aber ich finde es halt krass. Du sagst ja gerade selber, du besitzt in einem, vielleicht mit dem gleichen Rennen. Und ich meine, heute allein bei Dauphiné, heute war die 3. Etappe und Seneschal fährt halt für den Askren oder versucht für den Askren einen Sprint anzuziehen, ja, und dann hast du ihn eben noch einen Shane Arschbold, also alles gute Rennfahrer, alles auch Leute, die so einen Sprint vorne beenden können. Seneschal selber ist ja auch schnell. Aber wie geht man da als Team heran? Ich meine, ihr fahrt ja wirklich zu fast jedem Radrennen, zumindest bei den Klassikern oder alles, was so hilliges Terrain ist, und da können ja mehrere Leute dieses Radrennen gewinnen. So, wie macht ihr das, dass auch die anderen sagen, jo, ich opfere mich? Also ich meine, du wirst ja auch in die Situation schon gekommen sein, wo du auf einmal vielleicht vor einem Seneschal performen darfst. Also quasi gesagt wird, jo, ich bin derjenige, der jetzt hier es auf Ergebnis fahren darf. Meldet ihr euch dann und sagt, jo, ich habe ein gutes Bein? Oder wie geht das ab? Weil das ist ja wirklich das Riesengeheimnis, ne? Dass ja, wie du schon sagst, die Leute, die selbst gewinnen können, sich auch aufopfern. Ja? Und dann gewinnen halt Leute, vermeintlich aus der 2. oder 3. Reihe manchmal, wo man das Gefühl hat, wo kommen die auf einmal her? Und De Koenig hat ja wirklich bei jedem Sprintrennen, wenn's gut läuft, gewinnt irgendwie mal ein anderer einen Sprint. Ja? Und bei anderen Teams fahren immer wieder die Top-Sprinter auf das Ergebnis. Ja? Und das ist halt mega krass. So, und ich frage mich halt, wie die Meetings da bei euch ablaufen. Wir haben einen ziemlich engen Draht zu unseren Trainern und die Trainern auch zu den sportlichen Leiter. Und was ich selber schon also rausgehört habe, dass natürlich auch die sportlichen Leiter über unseren Fitnesszustand wissen. Zum Beispiel letztes Jahr, wo ich die Slowakei-Rundfahrt gewonnen habe, hat mein Trainer eigentlich im Vorhinein schon dem sportlichen Leiter gesagt, dass ich jetzt das Huf dazu habe, um was Großes anzustellen, dass die Werte alle stimmen. Und ja, also ich sag mal so, ich wachse auch, und ich glaube, dass viele auch im Team über ihre Leistungen hinaus wachsen durch die Leistungen der anderen, weil ja, wie man es auch im Fernseher sieht, wir nehmen auch viele Rennen einfach Wolle von vorne und die anderen hängen hinten drin, aber wir gewinnen trotzdem noch, obwohl wir 6 Fahrer aufgeopfert haben. Und ja, ich sage jetzt mal, im Frühjahr, Ballerini war bockstark. Er gewinnt in der Tour de la Provence 2 Etappen. Dann war mir von zu Hause schon bewusst, er hat so eine Form, dass natürlich das Team, egal wer jetzt am Start steht, auf seiner Welle mitreitet, wenn man die Form, was er jetzt hat, ausnutzen muss. Und der nächste Fahrer, wie ein Askren oder Alaphilippe, der kommt halt erst in 3-4 Wochen in Schwung, aber dann reitet man auf seiner Welle mit. Und die sportlichen Leiter wissen, glaube ich, genau, wer gerade auf seinem Hoch unterwegs ist. Und ja, allein wie Ballerini Omloop Het Nieuwsblad gewonnen hat, ich glaube, wenn man es noch schlauer anstellt, macht Ballerini 1 und Seneschal 2. Und das ist das, wo halt Seneschal, habe ich auch riesen Respekt, oft ein Rennen gewinnen kann, aber er wird Zweiter und sein der Teamkollege gewinnt es. Und ja, so das richtige Geheimrezept oder auf wem er fährt, ich sag mal, oft sieht man auch schon, wer jetzt Form hat, wie war es im letzten Rennen, wie war es auf der gestrigen Etappe und wie sagt einem das Profil heute zu.
Ja, ich meine, ich kam jetzt aus der Verletzungspause raus nach Andalusien und ich hatte meine erste Renntage nach 2 Monaten wieder. Und auf der letzten Etappe war es schon, Janik, wie fühlst du dich? Die letzten Tage war ich überraschend stark dabei. Am letzten Berg, wenn du noch dabei bist, ziehen wir alle für dich mit. Und dann wurde halt, sage ich jetzt mal, von dem Befinden vom sportlichen Leiter, was er gesehen hat, eigentlich der stärkste Fahrer genommen und dann für ihn gefahren. Aber der Draht zu uns Rennfahrern ist so eng, dass, glaube ich, auch die großen Fahrer und Kapitäne auch ehrlich sind über ihren Fitnesszustand und auch nur sagen würden, wenn sie bei 90% sind, weil sie nicht die Mannschaft enttäuschen wollen, wenn 6 oder 7 Fahrer für sie fahren und es funktioniert nachher nicht, obwohl sich ein anderer bei 100% fühlt und jeder weiß es. Ja. Und wer ist dein Coach und dein sportlicher Leiter, mit dem du kommunizierst hauptsächlich? Ich habe einen Trainer, Vasilis Anastopoulos in Grieche, der kam von SEG Racing zu uns. Kenn ich, ja. Und war früher selber bei Vorarlberg, vor 15 Jahren. Und funktioniert alles super, hartes Training, dafür haben wir wieder harte Phasen auf dem Sofa. Wirklich perfekt. Und mein sportlicher Leiter ist Wilfried Peters. Mein okay. persönlicher. Da Wilfried möchte Peters. Ich jetzt gerne, wie ist der Fiete? Also, der ist einfach eine lebende Legende. Also so, Andi, macht das Geräusch. Ich glaube, die meisten ZuhörerInnen, wenn sie ihn nicht zuordnen können vom Namen, hat man den auf jeden Fall schon mal gesehen. Wenn man den sieht, weiß man, wer das ist. So, wie ist der so? Also, keine Ahnung. Ich stelle mir vor, dass er die ganze Zeit mit dir auch über Fritten redet. Also so kommt ja, also so würde also, ich, könnte ich mir halt vorstellen. Man kann mega viel Spaß mit ihm haben, super sympathisch. Aber wenn es ums Rennen geht, um die Taktik, dann ist halt knallhart. Aber er redet mit jedem einzelnen Fahrer vor jedem Rennen, holt sich von jedem die Meinung ein und glaube ich dann, dass er auch so seine Taktik angeht, aber spricht eigentlich auch immer mit uns, wie würden wir machen, Plan A, Plan B. Und einfach, es macht riesen Spaß, mit so welchen zusammenarbeiten, wo selber schon riesen Radrennen gewonnen haben und wo das ganze Thema auch einfach verstehen, in welche Situation wir manchmal kommen, wo es schwer werden kann. Und ich glaube auch schon, dass das ein kleines Geheimrezept ist, dass in Tom Steels und in Wilfried Peters zusammen im Auto eigentlich unschlagbar sind. Und dass man einfach mit, ich sag mal, wo ich Brüssel Classics gefahren bin, ich musste nur noch lenken. Ich musste auf nichts mehr achten. Ich wusste, Kreisverkehr links, rechts, Kopfsteinpflaster, Gullideckel. Sowas habe ich noch nie erlebt und es war, und ist aber einfach in jedem Rennen. Das kommt. Sie kennen jede Straße, jeden Winkel und mega professionell und mega sympathisch. Das kommt dann direkt über den Knopf im Ohr. Genau. Geil. Ja, Hammer, Quickstep. Und so der Pate Lefebvre, wie erlebt man den? Eigentlich immer gut drauf. Kann man auch viel lachen. Auch immer was, also für mich auch noch so besonders, ihn zu sehen, weil es ist eigentlich so der Vater vom Radsport. Und ich bin schon immer auch nervös, wenn ich mit ihm spreche oder auch schreibe, weil ja, irgendwo ist auch der Chef. Bei ihm muss ich meinen Vertrag unterschreiben. Nicht nur irgendwo. Schon eine riesen Respektperson, also auch sein Auftreten und Wie hat sich denn dann dein erstes volles Jahr so entwickelt? Hast du da nochmal irgendwie Schlüsselmomente gehabt? Ich meine, da bist du dann erstmal ins Team reingewachsen und hast wahrscheinlich da deine Aufgaben bekommen und so weiter. Hast du, für dieses Jahr ist natürlich auch schwierig zu sagen, wie schnell du jetzt wieder so richtig in Form bist, aber gehen wir mal davon aus, du bleibst weiter bei Quickstep. Was sind deine Ziele? Wo willst du dich hin entwickeln im Team? Ja, also im Team habe ich natürlich das Ziel, in die erste Reihe reinzukommen. Die Ansätze, wenn es 2020 so weitergelaufen wäre, wie 2019 aufgehört hat,
denke ich auch, ist das ein realistisches Ziel. War dann hart mit Corona und wieder ins Renngeschehen reinzukommen. Ich konnte froh sein mit Corona, weil ich ein absolutes komisches Frühjahr hatte. Ich war in Kolumbien 3 Wochen und es hat mir im Nachhinein einfach nicht gut getan, auf 2.500 Meter zu schlafen, bis auf 3.500 Meter zu trainieren. War ziemlich müde und kaputt danach und konnte mich über Corona einfach nochmal neu aufbauen und habe ja dann mit der Slowakei-Rundfahrt eigentlich wieder gezeigt, was in mir steckt, mit dem 3. Platz bei der Vuelta noch gepunktet und war dann wirklich hoffnungsvoll auf dieses Jahr gegangen. Muss schon wieder ehrlich zugeben, dass ich glaube zu motiviert im Winter rein bin und wirklich auch oft zu hart trainiert habe und wenn mir Wind und Wetter nichts ausmacht, sage ich jetzt mal, und ich eigentlich immer durchgezogen habe und jetzt im Nachhinein manchmal auch denk, wo mich mein Trainer eigentlich zurückgehalten hat, aber die Motivation zu groß war, um langsam zu machen und das auch manchmal zu verstehen, in den wichtigen Momenten auch mal rauszunehmen. Mhm. Und wir hatten mega, mega harte Trainingslager und ich war im Frühjahr mit meinen ersten Rennen gar nicht zufrieden. Normalerweise, wenn ich in Form bin, habe ich ein spielerisches Gefühl, dass ich viele Attacken mitgehen kann, dass mir das überhaupt nichts ausmacht und eher durch ein richtig hartes Rennen dann auch noch ein noch besseres Finale fahren kann. Und das Gefühl hatte ich nicht und ich habe selber an mir gezweifelt und immer gesagt, es geht nicht, was ist los? Und mein Trainer gefragt und er eigentlich immer gesagt, hab Zeit und Geduld, es kommt, verzwing dich nicht. Natürlich auch mit dem Druck im Hinterkopf, ich habe Vertragsjahr. Und Vertragsjahr bedeutet, du musst liefern. Und das ist auch der Anspruch an sich, also der Anspruch an mich selber. Und eigentlich hatte ich das erste Gefühl wieder dann bei Nocre Corse, wo ich dann gestürzt bin. Das Spiel von der Leichtigkeit wieder. Und jetzt im Nachhinein muss ich wieder sagen, okay, ich bin gestürzt. Es war scheiße. Ich hätte die Flandern-Rundfahrt fahren können, da Stiba noch krank geworden ist und ich der erste Reservemann dafür war. An meinem Geburtstag hätte, wenn und aber, wäre ich nicht gestürzt, wäre Stiba wahrscheinlich auch nicht krank geworden. Weiß man nie am Ende. Aber ich muss auch jetzt ehrlich sagen, ich glaube, dass der Sturz eher schon wieder gut getan hat, dass das ganze harte Training vom Winter, was ich abgespult habe, auch im Frühjahr, dass es über die 3 Wochen, wo ich wirklich auf dem Sofa gelegen bin und mich null gerührt hat, eigentlich alles erstmal richtig angekommen ist. Und über die Ziele natürlich eine starke Tour de Suisse jetzt zu fahren, um das Vertragsthema abzuschließen, die deutsche Meisterschaft mitnehmen, danach gehe ich ins Höhentrainingslager nach Livigno und dann die zweite Saisonhälfte ist eigentlich noch ziemlich offen, was das Ganze angeht. Ob ich die Vuelta fahre, weiß ich noch nicht. Gleichzeitig ist auch die Dänemark-Rundfahrt und die Deutschland-Tour, was auch interessant ist für mich. Und deswegen ist eigentlich klar, die Ziele natürlich auf der Siegeswelle weiter zu fahren, wieder einen Sieg einzufahren, dass es einfach die Bestätigung ans Team ist und vielleicht auch ein bisschen mit weniger Druck an die ganze Sache ranzugehen. Aber du würdest schon beim Team bleiben, also auf jeden Fall. Also ja. Egal, was mir auch andere Teams anbieten. Das darfst du nicht sagen. Nein, ich meine es nicht so. Ich bin ein Freund davon, auch langfristig bei einem Arbeitgeber zu bleiben. Und ich glaube, dass ich einer der besten Teams habe, um das ganze Thema auch die Rolle, die ich als Fahrer einnehmen möchte, habe ich glaube den besten Ausbildungsvertrag, sage ich jetzt mal, wo ich hin möchte und auch mit den Fahrertypen, die ich im Team habe, wo mich da hinbringen können, weil es auch Vorbilder von mir sind, glaube ich, dass ich da einfach am besten reifen und lernen kann. Und möchte mich dort beweisen, weil das auch die Mannschaft war, wo mir die Chance dazu gegeben hat. Wo sind denn deine Ziele, wenn ich jetzt nach Erfolgen fragen würde? Was würdest du denn gern mal abschießen? Auf jeden Fall ein Frühjahrsklassiker. Ist absolut mein Traum. Mal, auch wenn es hohe Ziele und zu hoch gesteckt ist vielleicht, jetzt schon gerade Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, einfach wirklich die Radrennen, wo bei meinem Team am beliebtesten sind,
Das ist mein absoluter Traum. Also gerade bei 5, 6 Grad, Regen, Kälte, Windkante, das wäre so, ja, so ein Sieg, wie Kasper Asgreen dieses Jahr abgeliefert hat, das war schon ein Gänsehautmoment und ja, wirklich, also das ist von mir ein Kindheitstraum. Es muss nicht der Frühjahrsklassiker sein, sondern einfach einer von denen. Das habe ich mich gerade gefragt, ab wann war das so ein Kindheitstraum? Weil du meinst, so in der Jugend hast du das alles noch gar nicht so ernst genommen. Wann hast du das so, war das trotzdem schon so, dass du gesagt hast, okay, da will ich mal irgendwann hin? Oder kam es erst so ein bisschen später, als es dann auch realistischer wurde, sage ich mal? Ja klar, sage ich jetzt mal, als Kind kennt man eigentlich so die Tour de France, wo jeder kennt. Und bei vielen Leuten ist ja so, die kennen die Flandern-Rundfahrt oder Paris-Roubaix gar nicht, wenn sie nicht im Radsportzirkus drin sind, sondern die kennen die Tour de France und da geht's nur darum, ja, willst du mal bei der Tour de France mitfahren? Klar habe ich das Ziel, aber ich bevorzuge, einen Frühjahrsklassiker zu gewinnen wie eine Tour de France-Etappe, für mich persönlich. Und so richtig realisiert mit den Frühjahrsklassikern eigentlich erst so vor 3, 4 Jahren, wo ich gemerkt habe, dass ich der Fahrertyp dazu bin, weil bei meinen Rennen oft schlecht Wetter war, wo ich dann vorne gelandet bin und halt auch wirklich nie eine flache Etappe war, sondern eigentlich immer um die 2.000-3.000 Höhenmeter, wo dann meistens auch nur noch 30 oder 40 Fahrer ins Finale gekommen sind. Und das sind halt auch so die Frühjahrsklassiker, wo eigentlich von Start bis Ziel in Ausscheidungsfahren ist. Und das ist für mich so der Favoritenkreis von Radrennen, wo ich gerne in die Weltspitze fahren würde. Dieses Jahr ist übrigens noch ein Rennen in Flandern, was hier ganz gut liegen könnte. Weltmeisterschaft. Ja. Da weißt du ja jetzt, dass du dich da proaktiv melden musst bei den Kollegen in Frankfurt. Ja. Hallo, ich bin auch noch da. Postalisch geht das. Wir können dir mal eine Nummer weiterleiten, wenn du die brauchst. Das wäre nett. Schick mir auch meine Bewerbung ab. Aber da bist du auf der Liste, oder? Ja, ich bin auf der Liste, auch für Tokio. Ich bin ja letztes Jahr die EM gefahren, in Frankreich für Akkes. Hab den Fehler begangen, dass ich am Vortag GP Plouay gefahren bin, über 250 Kilometer, und hab mal so locker vorher gesagt, ja, mir tut es eigentlich gut, ein hartes Rennen zu fahren vor einem anderen Rennen, aber... Ja, aber Plouay ist schon fies, ne? Plouay ist schon fies. Ja, Plouay ist mega hart, ey. Also das ist ein unterschätztes Rennen, echt. Komplett wirklich arschkalt mit Regen und 250 Kilometer, und dann bin ich am Ende noch eigentlich die letzten 30 Kilometer volles Rohr für Seneschal gefahren, weil eine Gruppe raus war. Und dann war ich so am Arsch nach dem Rennen, habe nicht wirklich richtig gegessen und die EM eigentlich auch komplett unterschätzt. Und war ein Fehler von mir, weil eigentlich auch von der Strecke hat es mir wirklich auch zugesagt. Und Akkes hat auch 2, 3 Runden vor Schluss gesagt, hey, wenn ich mich gut fühle und irgendjemand noch wegfahren sollte, du hast einen Freifahrtschein und probierst. Und ich habe aber gewusst, wenn irgendwas passieren sollte, dann geht's eher in die andere Richtung. Also alles außer nach vorne. Und das habe ich ein bisschen bereut. Aber ja, bis jetzt konnte ich mich nicht richtig bewerben im Frühjahr für die Weltmeisterschaft. Aber ich hoffe, dass der Bundestrainer und die deutschen Verantwortlichen wissen, was ich drauf habe. Und eigentlich ist auch so meine Jahreszeit, wo ich immer richtig in Schwung komme. Wo viele müde werden, werde ich erst richtig fit. Und deswegen ist natürlich schon ein riesen Ziel von mir, da für Deutschland an den Start zu gehen. Also Günther hört dir zu auch. Grüße gehen raus. Gute Bewerbungsansprache, finde ich insgesamt. Ja, also mich hat es gekriegt. Ja. Und wir haben jetzt gerade nochmal die Ergebnisse vorgelesen. Ja. Ich buche das Hotel, ja. Nee, also ich bin jetzt im Yannick Steimle Fanclub auf jeden Fall auch. Ein voller Mann. Hast du einen in Belgien? Kriegt er normalerweise, jeder Deceuninck-Fahrer hat auch direkt eine Kneipe, wo irgendeiner gesagt, ey, wir sind jetzt der Fanclub von... Ich muss ehrlich sagen, was sich viele gar nicht vorstellen können, auch jetzt von deutscher Seite her, was in Belgien abgeht, wenn es ums Thema Radsport geht. Und ich meine, du hast selber erlebt bei Quickstep,
wenn man in Quickstep, mit Quickstep-Klamotten in Belgien trainieren fährt, am berühmten Kanal entlang, hat man im Sommer ein ganzes Gruppetto hinter sich hängen und jeder will Fotos machen. Es ist wirklich, also ich muss ehrlich sagen, man fühlt sich da unten eigentlich wie ein Star und in Deutschland kennen dich nur ganz wenige. Mhm. Und es ist echt besonders, da hin zu fliegen und auch dort zu trainieren, weil ja, der Radsport bedeutet da unten so viel und ist einfach so schön. Und ja, ehrlich gesagt, bei meinem zweiten oder dritten Rennen habe ich mich ein bisschen in die Herzen der Zuschauer fahren können als der Cher. Und da sind echt schon viele draußen gestanden mit einem Plakat mit Yannick und dann sein Sohn hieß Yannick, noch gleich geschrieben wie mein Name. Und ich halt schon dann wie der große Radsportler, hatte gerade 2-3 Trikots von Quickstep als der Share und habe eins gleich hergeschenkt, mit der Hoffnung, dass ich nächstes Jahr ein paar mehr bekomme. Nee, also wirklich einfach gigantisch. Ja, sehr geil. Und ich muss auch sagen, dass so vielleicht bei vielen Profis schon das normal geworden ist, vielleicht auch schon nach einem oder nach 2 Jahren, jeden Tag das Trikot anzusehen, aber für mich ist es, wenn ich mit dem Aufzug runter in den Keller fahre und ich sehe noch heute die Radklamotten, was ich anhab, ist für mich bei jedem Wetter und bei jeder Motivationslage wirklich der motivierende Punkt, auch mir jeden Tag einen Arsch aufzureißen, weil ja, weil der Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist und ja, ich den nicht so schnell aufgeben will. Na, ich kann es also ich kann es nur so weit nachvollziehen, dass ich natürlich verstehen kann, dass es als Deconic-Fahrer in Belgien mal eine andere Liga ist. Und ja. Ich hätte, also diese Erfahrung, also ich wäre irgendwann gerne mal für Ineos gefahren, aber auch einfach gerne mal für Deconic. Weil ich glaube, dieses Gefühl in Belgien, ich meine, es ist so als Radsportler in Belgien einfach schon so ein Halbgott oder Halbgöttin, ja. Alleine, wenn du diese Rennen fährst. Wenn du bei Kolstrop fährst oder so. Ja, genau. Und aber wenn du dann noch in diesem eigentlich wichtigsten Team in Belgien oder in Benelux und dann, ja, keine Ahnung, muss echt krass sein, aber auch natürlich sehr geil. Aber gleichzeitig, ich glaube, wenn du da lebst, du hast ja noch diesen Ausgleich, dass du nach Deutschland fliegst und dann, ja, bist du halt froh, wenn deine Freundin dich erkennt in dem Trikot, so ungefähr, weißt du? Und, ja. Und drüben ist halt so der komplette Kontrast wie bei uns Fußballspieler. Wahrscheinlich sogar noch krasser, weil das Land ist ja kleiner, kompakter, viel konzentrierter, ja, und muss brutal sein. Also leben, weiß ich nicht, ob ich da leben möchte, wenn ich mal Flandern-Rundfahrt gewonnen habe als Belgier. Das muss krass sein. Also das, ich kann es bestätigen, wenn ich mit dem Julien in Belgien trainieren war, dann war es wirklich schon eher so, schwarzes Trikot, schwarze Hose und wir gehen mal trainieren, weil es war einfach, also hätten wir wo angehalten und wenn wir angehalten haben, musste man uns eigentlich schon abschotten, wenn du natürlich mit den großen Stars unterwegs bist, weil es wirklich, es war abartig. Ich bin den Recon gefahren mit den Jungs, wo die Flandern-Rundfahrt fahren, im Februar. Und dann haben wir in Antwerp angehalten und wie schnell da ein Menschen drauf dran. Ja, obwohl Corona, wir haben nur am Auto angehalten, um kurz die Flaschen aufzufüllen, um die Riegel einzupacken, um auf den Kurs zu der Flandern-Rundfahrt zu gehen. Es war abartig. Aber ich glaube, Leben da unten ist nochmal eine andere Hausnummer. Und da bin ich froh, in Deutschland zu wohnen, obwohl ich auch ziemlich ländlich wohne und hier der Radsport auch einen ziemlichen Boom hat. Macht es mich schon stolz, wenn mich die Leute im Training erkennen, mal wöchentlich. Mhm. Aber Belgien ist eine Hausnummer. Also eigentlich unbeschreiblich, wenn man es in dem Trikot, ja, ich glaube, es erlebt man nur in dem Trikot so. Ja, bei Lotto schon nicht mehr so. Nee, Lotto ist so da. Nee, glaube ich auch, ja. Gut, wollen wir mal zu unseren klassischen Besenwagen. Ich habe auch noch was komplett random, was okay, jetzt hier schön, aber gerade reinpasst. Ich habe nämlich, sagt dir der Name Udo Bölls noch was? Mit Sicherheit, ja, oder? Den kennen ja Sie noch. Der aber hat nämlich nie heute was zu tun gehabt, also persönlich. Das finde ich schon fast eine provokante Frage. Also Udo Bölls kennt man doch als deutscher, ja, Radsportler. Yannick ist ja ein bisschen jünger. Also ist ja jetzt auch schon lange her. Udo ist ja auch schon alt. Ja, aber Udo ist eine Legende. Ey, ohne Scheiß, Ballerstedt wusste nicht, wer Lance Armstrong ist. Nee, aber da hat er dich verarscht. Das kann er nicht ernst meinen. Also Andreas Klöden war auf jeden Fall nicht bekannt.
Der hat nämlich jetzt zurück zum Thema oder zum eigentlich nicht Thema, aber Udo Bölz hat nämlich heute einen Instagram-Post gemacht in so einem uralten Trikot von Silberpilz Bellheim und hat dann dazu geschrieben, ich wollte nie zu Ineos oder Quickstep, aber zwischen Lever und Milz passt immer ein Pilz. Das passt jetzt gerade, weil Paul das so erzählt hat. Ja. Ja, aber es gibt eh nur 0,0, deswegen ist ein Bellheim wahrscheinlich besser aufgehoben. Stimmt, ja, aber das Maß ist jetzt auch nicht so das beste belgische Bier, aber das da musst du jetzt nicht zu sagen. Ich kann es nicht beurteilen, ich bin Anti-Alkoholiker, deswegen kann ich da nicht mitsprechen. Ernsthaft? Ah, okay. Komplett anti? Komplett. Seit 2018. Komplett sauber. Schon immer oder? Schon immer. Nein, ich hatte in meiner Jugend mal einen richtigen Vollrausch und seit dem Tag. Ey, das ist eine Besenwagenfrage, habe ich aufgeschrieben, dein schlimmster Kater. Seit dem Tag darauf habe ich nie wieder freiwillig eine Flasche angelangt. Und freiwillig? Was heißt denn? Gab es mal eine Zwangssituation? Nee, aber krass, also bist du so wirklich, also ich glaube, sonst hatte jeder schon mal so die Situation, wo er gesagt hat, oh, nie wieder. Nie mehr Alkohol. So ein Kater, nie wieder Alkohol. Und du hast tatsächlich durchgezogen, also Respekt, muss man ja sagen. Ja, also ich muss das ehrlich sagen, oft habe ich so die Hoffnung oder einfach auch wünsche ich mir manchmal, dass es mir schmeckt, jetzt nicht um einen Rausch zu bekommen, aber einfach, ja, meine Freundin trinkt gerne einen Wein, aber ich glaube, seit wir zusammen sind, ja, waren es zwei Gläser für sie, weil ich halt nie was trinke und sie auch alleine nicht trinken möchte. Und da wünsche ich mir manchmal, ja, wenn es mir schmecken würde, dann könnte ich auch mal zu einem geilen Essen mal ein Glas Rotwein trinken, aber mir schmeckt es einfach nicht und auch das andere nicht. Deswegen habe ich da überhaupt keinen Anreiz dazu. Und ja, an der Siegerehrung trinke ich natürlich gern einen Schluck von einem Champagner oder von einem Sekt. Aber das ist dann auch schon heimlich das Gesicht verziehen danach. Okay, ja, das kommt ab und zu mal vor in dem Team. Ja, aber da drücke ich mich oft. Muss auf jeden Fall eine prekäre Situation gewesen sein damals. Ja, also man sieht immer, wo mein Platz ist am Tisch, weil da ist Glas voll. ja, wollen wir schon ein Parabingo spielen? Würde ich sagen, ja. Bingo! Fahrer-Bingo! Bingo. Kennst du Besenwagen eigentlich? Hörst du Podcast? Nee. Das sagt mir gar nichts. Nein, ich kenn's natürlich. Ja, leg los. Erstmal die positive Angelegenheit. Jetzt kannst du ja eigentlich aus dem Quickstep-Team schon direkt an Erfahrung schöpfen. Oder hast du schon einen anderen Profi, der dich besonders beeindruckt oder von dem du jetzt quasi so, ja, der dein Idol ist irgendwo. Früher war es in Tom Boonen, wo mich sehr beeindruckt hat, wo auch ein Vorbild für mich ist. Ich bedauere es wirklich, dass ich den Sprung nicht früher geschafft habe, um ihn wirklich persönlich kennen, dass ich ihn mal getroffen habe. Die Chance hatte ich bis jetzt nicht und dann sage ich jetzt noch Peter Sagan, ein ähnlicher Fahrertyp, aber jetzt einfach so, weil ich ihn kenne, vom Charakter her, vom wie er es lebt und einfach liebt, ist für mich Julien im Team, einfach mit der Leichtigkeit die Rennen zu fahren und lieber vorne zu sterben, als hinten nur mitzufahren, finde ich einfach sensationell und auch den Fluch im Weltmeistertrikot, wie er Rennen fährt, ist absolut bewundernswert und das ist für mich eigentlich auch gerade mein absolutes Vorbild, ohne schleimerisch zu wirken, weil ich finde es einfach bestaunenswert und geil. Und wer ging dir bis jetzt richtig auf den Sack? Eigentlich niemand, wenn ich ehrlich bin. Ohne irgendjemand in die Pfanne zu hauen, ich muss sagen, dass ich mit niemandem ein Problem im Team habe, dass alles super funktioniert und nee, auch außerhalb des Teams. Bei Felbermeier ging dir bestimmt jemand richtig auf den Sack. Ich glaube, das ist sogar dein Ex-Teamkollege bei Bora gewesen, der Daniel Schorn. Richtiger Name? Ja, den kenne ich auch noch. Wen? Daniel Schorn.
Ah ja, der war mein Teamkollege bei Bora. Das sage ich gerade. Also, ich weiß nicht, welchen Eindruck du von ihm hattest und auch wenn er nicht zuhört, aber da dachte ich mir, das ist ein Kamerad, mit dem wird es spannend das kommende Jahr. da war es irgendwann, hatten wir erstes Teamtreffen und er kam ja dann von Bora zu uns. Und echt, ist er noch ein Jahr bei euch gefahren, nachdem er bei uns raus war? Ja. Ah, okay. Ja. Er war so gut, dass er zu uns gekommen ist. Und dann, wo er ankam, haben die anderen Österreicher schon so, oh, wir wussten gar nicht, dass hier ein Hubschrauberlandeplatz ist und so ihn eigentlich voll auf die Folter genommen. Und dann bei der Verabschiedung nach dem ersten Teamcamp hat er eine Ansprache gehalten an die Jungen. Damals war ich noch jung, sag ich jetzt mal. Da hieß es, ja, ihr müsst dran denken, jeden Tag, wo ihr trainieren geht, wenn 4 Stunden auf dem Plan stehen und ihr kommt mit 3:45 heim, ist eine Viertelstunde zu wenig. Und das jeden Tag, habt ihr am Ende der Woche 1,5 Stunden Training zu wenig. Und ja, dann dachte ich mir so, ich war zum ersten Mal im Conti-Team, war für mich schon was Besonderes damals. Und dann kommt so eine Ansprache, wo ich mich dann im Nachhinein gefragt habe, eigentlich so ehrlich zu sagen und jetzt nicht um die Pfanne hauen zu wollen, wenn man alles so gut weiß und das alles umsetzt, dann wechsle ich nicht von Bora zu Felbermayr, wenn ich weiß, wie alles funktioniert. Und das war dann damals schon so ein Fahrertyp oder auch vom Typ her selber, wo ich mir ja echt dachte, ja, er ist dabei, aber ich muss ihn nicht wahrnehmen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich hatte nie Probleme mit ihm, aber er lag vielleicht daran, dass ich halt, ich glaube, ich sogar älter bin als er und irgendwie auch schon mal auf jeden Fall Radrennen schnell gefahren bin vor ihm. Ich kann mir das gut vorstellen und das, was du gerade meinst, jüngeren Fahrern was erklären, funktioniert, aber wenn man wie man die Message halt rüberbringt. Ja, nee, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe dann im Laufe der Saison hat es sich mir gegenüber geändert, weil ich gezeigt habe, dass ich schnell Radrennen fahren kann. Und dann hat er seine Meinung auch ein bisschen geändert. Und ich weiß nicht, ob ihr noch den Markus Eibecker kennt. Ja. Sage ich jetzt mal auch ein richtig spezieller Vogel. War ein starker Rennfahrer. Aber er hat mich wirklich manchmal nach dem Rennen, hatte ich Tränen in den Augen, weil ich so eine Ansage bekommen habe. Und ich musste oft in Rennen 4-5 Mal Flaschen holen gehen. Ich habe eine Windwäsche zurückgebracht, bin vorgekommen, dann gibt er mir seine Ärmlinge, ich wieder nach hinten und ich kam mir irgendwann mal vor, wie der Depp vom Dienst. Und wo ich dann stärker geworden bin, habe ich dann 2016 habe ich in Kroatien unten ein UCI-Rennen gewonnen. Eigentlich mein erster, sag ich mal in Anführungsstrichen, Profi-Sieg. Und er hat mir dann danach eine ewig lange Nachricht geschrieben und hat sich erstmal entschuldigt auch für viele Situationen, aber dann auch gesagt, er mag mich und er wollte nur, dass ich stärker werde, weil er das Potenzial in mir gesehen hat. Und hat mich eigentlich auch geschult, was das Thema angeht, wie alles funktioniert. Das war eine harte Schule, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe viel davon mitgenommen. Okay, gut, das könnte man eine separate Folge machen über so eine über so eine Lehren, die man versucht, anderen Sportlern beizubringen. Aber ja, aus dir ist ja was geworden. Bin auf dem Weg. Bist du auf jeden Fall schon mal im richtigen Ausbildungsbetrieb für das, was du werden möchtest als Sportler. Von daher ist auf jeden Fall nicht allzu viel falsch gelaufen. Ja, ich habe dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Haben wir noch einen schönen Abschlusssatz oder eine Abschlussfrage? Andi? Nee, eigentlich nicht. Also ich würde sagen, die Tour de Suisse kann losgehen. Ne? Mhm. Formaufbau. Und gute Nachricht, wir lernen uns kennen in Stuttgart alle. Genau, ich hab noch einen Tipp für dich bei der Deutschen Meisterschaft. Wenn ein gewisser Dominik Klemme, weiß nicht, ob du den kennst, aber der wird dir auffallen, wenn der vor dir ist und jemand sieht aus wie Tingeltangelbob, also von den Haaren aber jetzt. Ginger. Nur, nicht der Rest des Körpers. Wie bitte? Ginger Tingeltangelbob. Ginger Tingeltangelbob. Wenn du jemanden vor dir siehst, so am Hinterrad, dann kurz Angst bekommen, weil der könnte dich eventuell absprinten. Aber sonst. Okay, dann kläre ich es vorher.
Dann, das solltest du vorher erklären auf jeden Fall. Und ich rate es nochmal jedem Teilnehmer der Deutschen, das vorher zu klären und nicht zu warten, bis... Dann kommt er auf meine Liste. Wir sind uns unsicher, ob er am Ende noch da ist. Aber wenn er am Ende noch da ist... Ja, ich sage ja nur, wenn er am Ende da ist, sollten Leute sich auf jeden Fall auch Gedanken darum machen. Hör jetzt mal auf, die Leute zu warnen. Wir wollen Besenwagen-Team Deutschen Nein, Meister. Aber eigentlich will ich ja Dominik auch nochmal triggern, dass er mehr als 50 Kilometer trainieren fährt. Der war heute schon gestern irgendwie 130 oder 140. Ja, das reicht immer noch Vorgestern nicht. Vorgestern 100. Vielleicht gibt es ja die nächste Überraschung bei der DM wie letztes Jahr. Es sind ja auch nur 177, habe ich gesehen. Mhm. Ist ja aber gar Mais, nicht muss man sagen, Meisen ist keine Überraschung, wenn man Meisen kennt, aber es ist natürlich trotzdem eine Überraschung. Weißt du, ich meine? Aber ich, ja, glaub, die, ja, ja. Aber ich bin auch gespannt auf die Deutsche, aber da können wir ja vielleicht nochmal drüber reden. Wenn du Paul fährt übrigens auch. Ja, das steht noch gar nicht so hundertprozentig fest. Vielleicht kann ich auch gar nicht. Ja, aber wenn ich kann, fahre ich auch. Dann sehen wir uns da im Radrennen. Aber um mich musst du dir keine Sorgen machen. Was willst du für einen Anfahrer? Auch wenn ich an deinem Hinterrad bin, brauchst du dir wirklich keine Sorgen machen. Gut. Und nachher stehe ich links neben dir. Ja. Nee, das wird nicht passieren. Da müssen wir uns ja alle wirklich gar keine Sorgen machen. Also. Ja. Paul ist nicht so teuer, also brauchst du nicht so hoch zu gehen, wenn du dem irgendwie. Ja, ich gehe vor der Deutschen aber mit dem Klingelbeutel mal ein bisschen rum und zu jedem Einzelstarter und frage, was der höchste Preis hier ist und dann fahre ich für denjenigen. Wie man es halt so macht bei der Deutschen. Ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht so unüblich, ne, von den Einzelfahrern gewesen früher so, ja, hast du nicht Bock für mich zu fahren, ich fühle mich gut, so, was willst du sagen? Ich habe da auch Verhandlungen. Aber ich glaube, das ist so schwer, weil ich sage immer, am Ende ist noch eine deutsche Meisterschaft und auch wenn man von anderen Teams kommt, ist sich ein bisschen so zusammenschleust. Ich habe es jetzt noch nie offensichtlich gesehen, dass wirklich mehrere World Tour Fahrer wirklich zusammenfahren. Also, ich weiß nicht, also, wie es in den letzten Jahren war. Meine deutsche Meisterschaften. Ja. Also, ich bin jetzt zwei gefahren im Elite-Bereich und noch nicht mehr. Ja. Nee, das kam schon regelmäßig vor und wie gesagt, da wurden dann so ein bisschen Verhandlungen geführt im Vorfeld. Also, das ist schon regelmäßig der Fall. Aber ja, wie gesagt, falls mich jetzt gerade irgendein Einzelstarter hört, ich bin käuflich. Du kannst ja auch wieder zu Bora gehen und ich nehme den Andi mit. Und starte ihn nochmal aus dem Quickstep-Trikot. Ja, aber ich glaube da... Ich kann eins anziehen und dir Flaschen angeben. Das kriegen wir hin. Die Zielgerade ist leicht abfahren, also das wäre gar nicht so verkehrt. Das Problem ist, sind davor die 14 Mal den Anstieg hoch. Nicht die Zielgerade an sich. Ich glaube, bei der Zielgerade wäre Andi wahrscheinlich wirklich ein sehr guter Helfer für dich. Aber wir machen oben einen fliegenden Wechsel und dann, ich fahre die 14 Mal hoch und oben tausche ich mal. Okay, das könnte ich vielleicht sogar noch hinbekommen. Ja. Alright. Abgemacht. Genau. Ich würde sagen, wir sehen uns in Stuttgart. War nett, dich mal kennenzulernen und auf jeden Fall noch viel Glück bei der Tour de Suisse. Ja, genau. Viel Erfolg. Ja, ebenso. Viel Spaß. Vielen Dank, dass ich teilnehmen durfte und euch auch mal kennenlernen durfte. Bye, bye. Alright. Ciao. Also, bis dahin. Ciao, ciao.